Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einmal im Jahr, das ist schon Tradition, hat er das Gastrecht bei uns im Studio, der Osterhase. Auf dem Feld und im Wald ist er leider selten geworden. Nicht übersehen kann man aber dafür die Jockeyhasen in unseren Läden, die es in Reihe und Glied auf ihren grossen Tag warten. Für alle die, die schon lange mal gerne gewusst hätten, wie so ein Hase überhaupt gemacht wird, haben wir den Arni-Konfiseuren mal ein bisschen über die Schulter geschaut. Die erwärmte und darum flüssige Hasenschocke wird in die Form abgefüllt und mit einem Gegenstück verschlossen. Dann kommt die Form auf eine Maschine, die sich regelmäßig dreht und schwingt, bis sich die Schocke gleichmäßig verteilt hat. Nach ein paar Rotationen und wenn die Schocke abkühlt und erstarrt ist, darf dann ein weiterer Hase den Weg ins nächste Osternest unter die Pfoten nehmen. Auch der hier, der grosse Stehhase mit der Hutte, ist bald so weit, und wir offerieren ihnen außerdem zum besonders günstigen Aktionspreis. Nicht nur günstige, auch neue Produkte können Sie bei uns immer wieder entdecken, wie zum Beispiel die Spätzli von Traiteur, eine ideale Beilage zu einem feinen Braten. Es gibt sie übrigens als Eier- und als Gemüsespätzli und als Früher habe ich die Spätzli noch selber gemacht. Es hat zwar immer das feurige Tier mit dem Teig, dem Schinken, dem Käse und dem ganzen Zeug. Bis der Gob endlich auf die bessere Idee kam, ist die Alpenspätzli vom Treppenhäuser zu geben. Ja, wir müssen es nur noch in der Pfanne mit meinen Meichen braten. Das ist Goldfrühne sind. Ja. Und hier, ja, zu meiner Linken, sehen Sie die Hütte vom Moosgletschersee. Oh. Er ist bekannt für seine Elpler Spätzli. Ja, bekannt schon, aber die da essen heute ausnahmsweise mal selber. Sie sehen, die Nachfrage nach den Elpler Spätzli ist gross. Aber keine Angst, für Nachschub aus der Traiteurabteilung ist bei Coop gesorgt. Eine weitere Neuheit, die ich Ihnen möchte vorstellen möchte, kommt aus der Tiefkühltruhe von Goldstar. Pig ist nicht für alle, aber es hat für jeden etwas. Exklusiv im Tiefkühler von Coop. Der Galactinas Bestburger ist nicht nur eine vollwertige Mahlzeit aus rein biologischem Anbau, er ist auch vielseitiger in der Zubereitung, als man denkt. Der vollbiologische Galactinas Bestburger. In Würfel schneiden, in der Pfanne bröteln, mit der Champignonsauce vermischen, zusammen mit Teigwaren anrichten und der Familie ein vollwertiges Menü servieren. Galactinas Bestburger à la carte. Beide Galactina-Burger, Primavera und mit Bio-Emmentaler, finden Sie wie gewohnt bei uns in der Molkereiabteilung. Wenn Sie morgen in unseren Läden gehen, posten, dann werden Sie feststellen, dass wieder zahlreiche Produkte, die Sie gut brauchen können, bei uns zum Aktionspreis erhältlich sind. Unter anderem finden Sie bei Coop ein Körbchen spanische Epere für nur 2,30 €. Ab 3 Tauben Tommy-Mayonnaise kostet jede Tube nur noch 1,90 €. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 Poloshirts für Erwachsene für nur 20 Franken. Wieder ein Go-Preisabschlag. 500 Gramm Midi-Rösti kostet von jetzt an nur noch 2,60 €. Und wenn Sie sich so richtig möchten verwöhnen, probieren Sie doch im Go-Restaurant ein rassiges Punch-Up Geflügelgöri mit Reis. Es ist unglaublich, aber unsere Küchenchefs offerieren es Ihnen für nur 9 Franken. Ja, wo gibt es denn das sonst noch, ausser in Indien? Vielen Dank fürs Interesse. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und hoffentlich auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.